Oh, Benzin. Ich brauche Benzin. Okay, wir verlassen unsere Stadt, unsere Heimatstadt. Und nein. Machen uns auf große Abenteuer. Wir haben gar nicht so viele Lebenspunkte verloren, also... Wow, da geht's ziemlich tief runter. Da sollen wir doch nicht lang, oder? Ah, ich sehe schon. Ah, dieser Harvester wird nicht das letzte Mal aufgetaucht sein. Der wird nochmal kommen. Feuer hat gut geholfen. Warum machen wir das klar? Was steht da? Dead Man's Curve. Oh nein, nicht ihr! Warum habe ich euch nicht vermisst? Okay, ich sehe schon, wir müssen da ran. Die Waffe weg? Die Waffe weg. Dann wollen wir mal. Das wäre der kürzeste Weg gewesen. Wir müssen natürlich wieder einen Umweg gehen. Oh, eigentlich sollten wir nicht runter gucken. Aber ich guck trotzdem runter. Jetzt hoffe ich nur, dass hier keine Viecher auftauchen. Okay, wieder die Waffen nehmen. Ah, keine Munition mehr. Ach, ich hätte damit erledigen können. Ach Mann, wir müssen viel öfter auf die Umgebung achten und wow. Also ich kann mich mit Pistolen hochziehen. Oh. Komm her. Ich mache euch auch so platt. Wenn es Wasser. Da oben ist auch was. Warte mal, da können wir uns doch hochhangeln, oder? Ah, scheiße. Es muss einen anderen Weg geben. Ich vertraue diesen Wirbel nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass man durch diesen Wirbel nach oben getragen wird. Was ist das da? Normale Vögel. Die tun ja kein was. Hoffe ich zumindest. Okay. Hier können wir hoch. Ich gucke natürlich nur auf ihre Schuhe. Die sehen mich lustig aus mit diesen Edenwasserkristallen. Was? Vögel? Ihr seid ja auch schon gegen mich. Komm her. Da habe ich schon früh schon arme Vögel auseinanderschnetzeln. Wo ist er? Der wird mich gleich wieder angreifen. Noch einer. Alter, wie viele sind denn noch von euch noch da? Ich hätte sie doch lieber töten sollen. Oder waren das ihre Kinder da unten? Einer ist noch irgendwo. Ich habe noch gesehen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal.
Laden und speichern. Jo, ich muss mal wieder speichern nach langer Zeit. Laden und speichern. Hopp. Danger, Falling Rocks. Nein. Komm her. Ich mach dich fertig. Darüber springen schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ich spare jetzt lieber meine Munition für solche schwachen Gegner. So, dann versuchen wir uns mal unser Glück. Ich weiß nicht, ob wir da noch lang kommen da unten, aber... Na gut, nur wegen dem Wasser, ich weiß es nicht. Das Edenwasser verbraucht sich ja immer mit der Zeit. Aber habt ihr gesehen, wo wir mehr Lebenspunkte, also mehr Edenwasser hatten, haben wir mehr ausgehalten auf jeden Fall. Definitiv. Na du? Diesmal sehe ich nichts, womit ich dich gleich erledigen kann. Aber Munition hast du für mich. Vielen Dank. Oh, das ist ja ein Spleak. Kann ich den abknallen? Dann sind wir diese komischen Vögel. Ach ja, hier, okay. So kommen wir an das Wasser ran. Das ist nicht mal mit großem Aufwand. Oh, ich dachte, ich komme nicht mehr hoch. Julie? Julie, du wirst jetzt da nicht, geht doch. Komm, zieh dich hoch. Ich habe so das Gefühl, wir müssen doch diese Windströme benutzen. Da hätten wir den Phon aber auch benutzen können. Verdammt. Naja, da hätten wir eh nur vielleicht nur ein bisschen Zeug gekriegt. Laden und speichern. Versuchen wir es einfach mal. Laden und speichern. Hui. Toller Windstrom. Neues Laden. Ich vertraue nie wieder Windströme. Oder wir müssen warten, bis der hochboostet. Wow. Okay. Eine. Ist die Leute alles so herumliegen? Eine Schande. Ein Raketenwerfer? Jetzt haben wir einen Raketenwerfer. Es wird immer besser. Noch einer? Da oben ist was. Ich glaube, ich sollte mich erstmal um die Mücken kümmern. So. Warum ist da eine Plattform zum Ausruhen? Die haben wir angegriffen. Aber sehr danach aus, als wir da hinten lang müssen. Julie, du kannst wieder runterlassen. Okay. Mach mal eine ganz ruhige hier. Oh, das sieht aus wie Munition. Gut, dann haben wir auch gleich schon die Munition für den Raketenwerfer. Ich glaube, das waren nämlich Raketen, was wir da gefunden haben. Okay, wir springen runter. Okay, es hat ein bisschen weh getan. So, wo ist er denn? Ach, da ist er. Wow. Also, wenn wir große Gegner haben, werden wir das definitiv benötigen. Da haben wir wenigstens schon mal eine gute Waffe. So, was haben wir jetzt noch? Die Uzi. Ich weiß nicht, die ist irgendwie schwächer als die Pistole, aber hat dementsprechend... Oh, die ist die Munition nur noch. Oh. Okay, zurück geht's nicht mehr. Nein, du! Komm her!
Komm doch. Kommt der hier hoch? Okay, das war der eine. Na, hier komme ich zu dir, mein Freund. Er hat da kein Problem mit. Aber wie sie aufladen, müssen wir aufpassen. Noch ein bisschen Wasser. Was ein bisschen komisch ist, das Edenwasser regeneriert normalerweise Wunden, aber hier im Spiel reicht es irgendwie nicht. Warte mal, warum ist dieser Pilz hier so? Warum ist hier so ein Pilz? Okay, es sind mehrere solche Pilze. Ich höre schon wieder was. Wow! Das hätte mein Tod sein können. Wow! Dankeschön, lieber Stein. Stimmt ja, da stand Falling Rocks. Also hätte passieren können, dass es uns eigentlich auch direkt erwischt. Warte mal, jetzt noch eine. Müssen wir ein bisschen gucken, dass hier nicht doch noch die Steine kommen. Haben wir noch irgendwas anderes? Wir haben noch ein Schild. So. Dann brauchen wir nämlich keine Munition verschwenden. Wir haben viel zu viel Wasser. Wir brauchen das gar nicht, das Ganze. Aber wir haben ja sehr viel. Ich höre... Ah, das... Ich wusste doch, da war was. Dankeschön. Ich bin wenigstens das Wasser wieder zurück, was er abgezackt hat. Hier ist schon wieder irgendwelche Luftströme. Und da hinten ist was befestigt. Ach so, der Propeller. Hm. Das sieht nicht danach aus, als würden wir es abschneiden müssen. Unsere Flucht ist nichts... Ach, das ist kein Propeller, das ist nur eine Plattform. Ich vertraue der Plattform aber jetzt gerade nicht. Ich gucke mich erstmal hier um. Warum ist hier so Lichtschein? Oh, hallo. Ist das Zweier? Das sind Zweier, oder? Nee. Nein, es war einer. Ich habe in seinen Behausungen habe ich ihn getötet. Okay, vorsichtig. Ich speichere mal hier ab. Laden und speichern. Kann es mich ganz schnell passieren, dass man hier runterfällt. Laden und speichern. Was? Was war das? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was war das für ein komischer Sprung? Aber ich glaube, wir hätten bei der Plattform auch lang gehen können. Ah ne, hier ist sie nochmal. Warum ist die da? Warum? Wieso? Für was? Ah, ich hasse diese Mücken. Die Mücken sind wirklich lästig. Die kannst du nicht ohne Schaden tilgen. Es sei denn, du hast Kanonen, Knarren. Da sind Lebenspunkte, da ist nochmal ein bisschen Wasser. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwann mal Steine runterfallen werden. Wollte gar nicht ins Inventar. So. Und das Wasser mitnehmen. Also wir sollen einen gewissen Herrn aufsuchen, der anscheinend weiß, wo das Herz sich befindet. Das heißt, wir müssen von A nach B, von A nach B und dann nach C, weil wenn wir nach B zu kommen, müssen wir erstmal nach C. Komm her. Okay.
Warte mal. Das wäre Luftstrom. Wow. Jetzt dachte ich, das war's. Jetzt habe ich gedacht, das war's. Da drüben waren wir doch, wa? Jetzt sind wir auf der ganz anderen Seite gelandet. Wir haben also unseren riesigen Umweg haben wir geschafft. Juhu.